Moin, seid ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder herzlich zurück zu The Witcher. Im letzten Part haben wir Abigail vor dem wütenden Mob verteidigt und stellen uns jetzt der Bestie. Schauen wir mal, was das wird. Oh, erstmal den C, würde ich sagen. Oh, holy shit. Oh, 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 ich bin verwirrt. Ist Abigail jetzt tot? Holy shit, Abigail hat es nicht geschafft. Ich habe ja mit vielem gerechnet, aber nicht, dass Abigail drauf geht. Okay, warte mal, jetzt den starken Stil. Hör bloß auf, Bestie. Oh nein, ich bin verwirrt. Geralt, lauf weg. Geralt. So, warte mal. Wir müssen eben eine Schwalbe in unsere Figur schütten. Dann wird es alles gut. Oh. Ich brenne! Was ist da denn nun los? Okay, die Bestie ist schon mal tot. Puh, wir haben es irgendwie geschafft. Alles klar. Gib mir alles, was sie dabei hat. Was ist das? Oh, ein wertvoller Regen. Okay, warte. Was ist das denn? Da packe ich natürlich mal den Ring hin, wa? So. Okay. Ich weiß nicht, was da gerade passiert. Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure geholfen habt. Sterbt, verfluchter Mutant! Ich habe genügend Kraft für euch beide. Odo, greift euch die Mistgabel! Ja, geil, alles klar. Es wird mir ein Vergnügen sein, diesen Geistlichen nun fertig zu machen. Da sag ich dir, wie es ist. So, noch jemand? Komm, ihr Idioten. Jetzt, was habt ihr nun davon? Los, Odo, komm her. Alter Säufer. Harenbrock. Vorhin noch allen geholfen. Jetzt bereiten wir ihnen ein Ende. Ach, guck mal, Abigail hat doch noch überlebt. Abigail ist doch nicht tot. Sie war nur bewusstlos oder so. Okay. So, jetzt lass mal gucken. Bestie besiegt. Überreste der Bauern noch eben einsammeln. Ah, 120 Ohren. Das ist natürlich kein Pappenstiel, ne? Das kann man sich mal eben noch einverleiben. Nochmal 100 Ohren. Der Geistliche, Freibrief. Die Person, die dieses Dokument vorzeigt, hat das Recht, wie sie mal jederzeit zu betreten. Ah, ich habe einen Passierschein. Ich sollte Shani in Visima aufsuchen. Okay. Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet. Wer wäre ich denn sonst? Ich wählte das kleinere Übel. Oh, nee. Machen wir mal so. Wer wäre ich denn sonst? Hab Dank und lebt wohl. Lebt wohl, Abigail. Und da rennt sie auch davon. Ich muss ins Gasthaus und Shani mitnehmen. Quest abgeschlossen. Von Monstern und Menschen. Stufenanstieg. Das war gar nicht so unknapp mit der Bestie, tatsächlich. Mein Kollege hat das damals nicht gebacken gekriegt. Er hatte nämlich nur diese eine Schwalbe. Hat nicht gerafft, dass er neue Tränke brauen kann. Ist dann leider zu früh in den Genuss gekommen, seine Schwalbe zu trinken. Und stand dann halt hier bei dieser Bestie und hatte nichts mehr bei sich. Keine Schwalbe, kein gar nichts. Und ja, hat das dann auch nicht gebacken gekriegt. Das war dann der Moment, wo er das Game aufgehört hat. Statt irgendwie den Schwierigkeitsgrad auf einfacher zu stellen. Oder halt nochmal zu laden und eine neue Schwalbe sich zu organisieren oder zu brauen. Nee. Er hat es dann einfach sein lassen. So schnell kann man sich um ein echt grandioses Spiel bringen. Einfach nur ein bisschen zu dösig sein. Was ist hier los? Ich will gerne in das Fass reingucken. Ja, sehr gut. So, wo müssen wir jetzt hin? Journal. Aktive Quests. Ich habe einen Passierschein. Ich sollte Shani wie vereinbart in der Taverne suchen. Und dann los. Auf zur Taverne. Was ist hier denn los? Auf geht das. Ist das der richtige Weg? Ja. Der Weg stimmt. Ich muss mal eben speichern, das haben wir gerade eben ja nicht gemacht. Nur für mein gutes Gefühl. Weiter geht's. Wir haben auch noch gar nicht die Sachen von ihm hier gemacht, ne? Vom königlichen Jägersmann. Ging das schon? Ich bin mir gar nicht sicher. Muss ich ja nochmal gucken, ob wir das noch machen können, bevor wir... Nicht, dass sie jetzt weg sind. Oh, hallo. Na moin. Ein Ghoul. Ich beraube dich deines Blutes, Ghoul. Es wird Zeit, dass wir endlich mal ein Silberschwert bekommen, ne?
Tatsächlich. Alles nehmen. Nur hören wir weiter. Ho. Auf zur Taverne. Da ist ja auch alle tot. Gas wird tot. Hier sonst kein. Wir haben jetzt echt gerade sehr viele zentrale, wichtige Personen eben mal so. Oh, mal eben weggestetzelt, ne? Heftig, wenn man mal so drüber nachdenkt. Schon krass. Deswegen ist die Frage: Kommt man hier nachher wieder zurück in das Gebiet, nachdem man in Visima drin war? Ich muss mal eben kurz gucken. Nicht, dass wir diesen königlichen Jägersmann nicht mehr machen können. Warte mal. Ich schau mal eben. Genießt mal ein bisschen Trophäen. Bringe dem königlichen Jägersmann den Kopf des Ertrunkenen, Nadir. Nadir, der Ertrunkene, taucht nachts hinter der Mühle auf, der anderen Seite des Flusses auf. Er ist in Begleitung anderer Ertrunkener. Es ist am besten, sie einzeln mit dem Schnellstil und dem Artzeichen zu bekämpfen. Siehst du, müssen wir das machen. Machen wir das erstmal. Siehst du? Kann ich, Sollen wir gerade gucken, ob ich hier noch schlafen kann und so weiter. Bevor wir mit Shani reden, sollten wir das eben noch machen. Sonst ist nämlich der Quest hier beendet. Kann ich das noch? Ja. Neue Talente erworben. Dann machen wir das so erstmal. So, was haben wir denn all? Gruppenstil. Präzisionstreffer plus 10. Schaden plus 20. Niederschlag plus 20. Was haben wir hier? Präzisionstreffer. Ja, machen wir den auch mal. Passt schon. Okay. Dann schlafen wir doch mal bis nächste Nacht, also ruhig 23 Stunden. Und gehen dann gleich nochmal hinter die Mühle. Hab ich voll vergessen. Wie ihr seht, habe ich natürlich den Spieleberater nebenbei herliegen. In der weisen Voraussicht, dass uns sonst Bugs und Fehler plagen. Aber bis jetzt habe ich tatsächlich noch nicht reingeguckt. Das war jetzt das erste Mal, weil ich Angst hatte. Und es war auch ganz gut. Sonst bringen wir uns um die Trophäen. Hätte ich mal vorher reingucken sollen. Die kann man halt leider nicht so wirklich anvisieren oder als Quest markieren, weil wir reden einfach nur mit einer Person, die uns sagt, pass auf, da gibt es welche und da muss man dran denken. Also auf hinter die Mühle, eben schnell um die Ertrunkenen gekümmert. Da sollten wir aber schaffen. Ich gehe schon mal hier auf das Artzeichen, dann nehmen wir gleich schön den Gruppenstil und dann geht das ab. Schlimmer als die Bestie kann es ja nicht sein, ne? Kann aber natürlich sein, dass das inzwischen deaktiviert ist, weil wir in der Story schon zu weit fortgeschritten sind. Das werden wir gleich sehen. Das könnte durchaus sein, dass wir das hätten vorher machen sollen. Er meinte ja auch, wir sollten vorher alle anderen Aufgaben abschließen. Kann aber auch sein, dass man nicht für immer in Visima ist und auch wieder raus kann. Ja, aber ich gehe jetzt erstmal auf Nummer sicher. Wir probieren es einfach mal. Wir haben ja nichts zu verlieren, außer ein bisschen Zeit. Ne? Und die nehmen wir uns doch mal. Man muss doch mal hier des Nächtens im Regen ein bisschen rumeiern. Das gehört doch dazu. So, müssen wir eben mal zur Mühle. Ich schau mal, ob wir da runter können oder ob es hier keinen Seitengang gibt. Da bin ich mir nämlich nicht sicher, ob man hier seitlich irgendwo runter kann. Wenn ja, wird's easy. Wenn nicht, wird's nix. Nein, können wir nicht seitlich runter. Wir müssen tatsächlich ganz auf die andere Seite. Dann sehen wir zumindest gleich, ob die Gegner noch spawnen, weil dann werden jetzt hier gleich Ertrunkene. Da sind sie auch schon. Gut, das hat sich damit erledigt. Die Frage, hallo. Der schnelle Stil. Machen wir erstmal den Gruppenstil. Ich hab den ja nicht umsonst gerade gelevelt, ne? Holy shit! Du, die schnetzelt man aber mal ordentlich reell weg, ne? Alter Falter. Oh, geht aber was. Ja, moin! Dann nehm ich doch direkt mal den Storkenstil für dich, ne? Zack und weggenudelt. Da hinten sind sie auch schon. Mitnehmen. Alles mitnehmen, was geht. Gehirne. Gut. Dann einmal rüber auf die andere Seite. Zur Mühle. Ich sag euch nur, Feierabend, wie das duftig und totgetrunken, richtig cool. Wie hauen diesem Ertrunkenen zu Klump. Was ist hier los? Muss ich den schnellen Stil machen? Muss ich den harten Stil machen? Ja. Hä? Wieso lässt sich nicht angreifen? Na, jetzt aber. Ich bin ein bisschen verwirrt gewesen, habe ich das Gefühl.
Gib mir dein Gehirn. Gib mir dein Gehirn. Komm mal darüber. Nein. Du, es war ein Versuch wert, ne? Muss man ja sagen. Es hätte ja klappen können. Weil wie weit man immer laufen muss. Und dann müssen wir gleich zurück zum königlichen Jägersmann. Ich hoffe, der ist auch noch nachts aktiv. Dass wir ihm da eben noch seine Trophäe überreichen können. So, ich speichere mal eben zwischen, falls wir drauf gehen. Man weiß ja nie. Auf geht's. Hinter der Mühle werden wir ihn finden. Da ist Miko die Sau. Der lebt noch. Der hat sich wenigstens diesem Mob nicht angeschlossen. Da sind die Ertrunkenen. Und da ist Nadir. Na, Nadir, komm du mal her. Du als einzelner Mogli. Da mache ich dich doch ganz gemütlich einfach solo fertig. Zap. Die, du kleiner Depp. Und bam. Den haben wir doch ganz gemütlich ge-one-hitted. Oh, da kommt noch der nächste. Ja, komm ran, du. Komm ruhig ran. Wieso kann ich dich nicht angreifen? Oh, komm, gehen wir mal auf den Gruppenstil jetzt, ne? Jetzt ist Gruppe angesagt. Zap! Geil. Komm, umtöten, umtöten. Zack! Komm her, du. Oh, warte. Den harten Stil. Nein, den schnellen Stil. So, da wollen wir doch erstmal ein paar Überreste einsammeln. Ist das Nandirs Schädel? Kopf eines ertrunkenen Toten. Eine Trophäe, die man für viel Geld verkaufen kann. Euer Inventar ist voll. Jetzt ohne Spaß. Jetzt muss ich wieder irgendwas loswerden. Bernstein. Habe ich irgendwas nicht so Wertvolles wie Brot oder so? Zuckerpuppe. Regeneriert Vitalität. Ja. Tschüss, ne? Ich will den Kopf haben. Ja, wunderbar. Ach, guck mal. Ich muss die Trophäe zum königlichen Jägersmann bringen. Das machen wir jetzt auch gleich. Warum musste ich denn jetzt... Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt muss ich die Zuckerpuppe wegwerfen, was komplett sinnlos war. Kann die wieder einsammeln. Cool. Na komm, ran. Wenn ich schon dabei bin, bringe ich eure alle um, ne? Was ist das dann jetzt? Ja, jetzt scheint es das gewesen zu sein. Dann nehmen wir das mal mit. Und dann nehmen wir das mal mit. Und diese ganzen Gehirne, Gehirne, alles mitnehmen, was geht. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt mal zurück zum Geistlichen. Zum Geistlichen, sag ich schon. Zum königlichen Jägersmann. Aber ich glaube, ich mache Tag, ne? Kein Bock, im Dunkeln zu laufen. Das nervt. Gehen wir da vorne eben kurz an das Lagerfeuer und machen ihm Tag. Dann ist es wenigstens mehr zu sehen für euch, weil auf YouTube ist dunkel immer noch dunkler. Und dann suchen wir den königlichen Jägersmann auf. Gut, dass ich das vorher nochmal überlegt habe, du. Und das wäre ja was ärgerlich gewesen, ne? So, und dann müssen wir nochmal in die Gruft zurück. Das kommt gleich auch noch. Den Gruftkönig umbringen. An den erinnere ich mich nämlich noch. So, mach mal ruhig morgens früh, ne? Man muss auch mal morgens früh so einen kleinen Spaziergang hier durch die Natur machen. Wir sind ja noch nicht genug gelaufen. So, gucke mal. Was ist das hübsch? Und dann geht's als nächstes nach Vizima. Ich sag euch, eine der coolsten Städte ever. Das ist für mich nach Korinnes die zweitcoolste. Also Korinnes aus Gothic 2 wird auf ewig, diese wunderbare Hafenstadt wird auf ewig meine liebste City in Videospielen sein. Ich habe noch nirgendwo so ein Feeling wie in Korinnes bekommen, tatsächlich. Gefolgt hier von Vizima.
weil es so richtig schön dreckig, eklig ist. Und dann folgt, glaube ich, auch schon Novigrad, würde ich sagen, von Witcher 3. Ist auch einfach wunderbar. Ist aber es halt so... Oh, Toussaint ist auch sehr schön. Oh. Es gibt schon viele coole Städte. Hört uns mal in die Kommentare raus. Was ist denn so eure liebste Videospielstadt? Wo ihr sagt, das ist für mich so die perfekte Videospielstadt. Da fühle ich mich wohl. Die finde ich gelungen. Haut's mal in die Kommentare rein. Würde mich mal interessieren, was das so bei euch ist. So, mal weiter hier. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wo der rumstand. Da, wir sind auf dem Kurs. Einfach nur geradeaus und dann kommt er von ganz alleine. Alles klar. Das kriegen wir wohl hin, wa? Können wir für viel Schmeggels verkaufen. Was ist mit dir denn passiert? Ist das Abigail? Sieht aus wie Abigail. Aber es ist nicht Abigail. Ich hoffe, dass es nicht Abigail ist. Alter, was ist hier denn los? Das ist nochmal Abigail. Alles klar, es ist nicht Abigail. Es sind einfach nur random Damen, die tot auf dem Boden platziert worden sind. Sie ist wohl einfach die Bestie durchgewütet. Ach, hier brennt es ja auch noch. Alles klar. Wo war denn jetzt der Jägersmann? Ja, noch ein Stück weiter. Also am Feuer vorbei. Einfach weitergehen. Wir ignorieren, dass das da brennt. Das ist nicht schlimm. Das ist ganz normal. Ich glaube, da vorne ist er, ne? Jägersmann, wo bist du? Da ist er, der ist noch da. Haben wir ein Glück, Alter. Oh Mann. Hallöle! Königlicher Jägersmann. Seid gegrüßt. Du hast schon gesehen, dass das ein paar Häuser weiter brennen. Ist doch egal. Ich habe den Kopf des Ungeheuers vom Seeufer. Ich habe den Kopf des Ungeheuers vom Seeufer. Wirklich beeindruckend für einen Ertrunkenen. Sieht sogar aus wie... Heilige Melitele, ein ertrunkener Toter, der bringt euch 200 Orens. Ja, nice, dankeschön. Wie sieht die Kreatur aus der Gruft aus? Wie sieht die Kreatur aus der Gruft aus? Für mich sieht es nach einem gewöhnlichen Ghoul aus, aber weiß der Teufel, seht selbst. Okay, mach's gut. Macht's gut. Hat das jetzt genau. Orens gegeben? Ja, geil, das Ungeheuer des Sees. Alter, ich dachte, was geht denn nun ab? Er übt noch ein bisschen. Schaut dir mal kurz beim Üben zu. Ich schaue jetzt eben noch mal wegen der Ghule. König der Gruft. Bringe den König Jägersmann den Kopf des Alghuls Ossel. Kannst du in der Gruft... kann am Ende des langen Flurs gefunden werden. Okay, es ist keine Zeit oder sowas angegeben. Das heißt, wir können einfach so hinstratzen. Das machen wir jetzt auch. Und kümmern uns dann um Ossel in der Gruft. Auf geht's. So, die Gruft war... Wo war denn die Gruft? Höhle? Das war doch die Gruft, oder nicht? Odos Haus? Gruft. Nein, doch nicht. Oh, man. Okay, den ganzen Weg hier wieder lang an Abigails Haus vorbei und dann zur Gruft. Dann spazieren wir mal eben noch gemütlich zur Gruft. Und bringen ihm noch einen Aalghul um. Und dann gehen wir zu Shani. Die wartet schon seit 4 Tagen da in der Schenke. Aber das geht ihr gut. Das wird schon gut werden. Gerard, du kommst dann gleich danach. Ja, ja, ich komm dann. Ich komm. Der kommt. Der Gerard, der kommt. Ich sag dir das. Der kommt. Das dauert nur einen Moment. Muss ich erst noch ein paar Aalghule kümmern. Aber dann kommt er. Ist so. Und dann geht's bald in den Sumpf. In den Sumpf. Ich hasse den Sumpf. Das Laufen auch nochmal nervig. Im Sumpf läuft man auch nochmal viel rum. Tatsächlich. So, der Weg stimmt. Alles klar. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter, weiter, weiter. Wir gehen weiter, weiter, weiter. In Richtung der wunderschönen Gruft. In ihr verbreitet sich ein schibbeliger Duft. Johann, alles gut, alles gut.
Ja, wir haben dich auch gehört. Meine Lieben, ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bitte einen Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.